Mit meiner österreichischen Amtskollegin und dem tschechischen Außenminister hatten wir heute im wahrsten Sinn des Wortes ein Gipfeltreffen auf dem Dreisesselberg und haben Themen besprochen, die eben in dieser Grenzregion zwischen einerseits Bayern, Österreich und Tschechien enorm wichtig sind. Gerade mit dem Ausklingen der Pandemie ist es umso wichtiger, Lehren daraus zu ziehen und gleichzeitig auch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Das heißt, wir wollen zum Beispiel die Jugendlichen noch näher zusammenbringen. Ein Jugendzeltlager soll entstehen. Wir wollen aber auch noch mehr zusammenarbeiten im Bereich der Wissenschaft. Wir wollen, wenn eben auch die Wirtschaft, dass die weiter prosperiert. Wir haben wahnsinnig viele Grenzpendler hier in der Region und das wollen wir weiter voranbringen. Dazu haben wir heute dieses Treffen einerseits auf der Ministerebene, aber auch mit der kommunalen Ebene durchgeführt. Wir sind im Herzen Europas. Wir sind eben hier eine Region, die prosperiert und die von Europa profitiert.